Wie haben Sie mich hier gefunden? Ihre Schwester hat mir gesagt, wo Sie sind. Ich habe Lisa gesagt, dass ich unbedingt allein sein will. Meinen Sie wirklich, das ist der richtige Platz hier? Ich finde ihn nicht besonders. Was wollen Sie damit sagen? Ich muss Ihnen doch nicht wirklich erklären, was für eine Art Motel das ist. Die einzigen Gäste sind Nutten und ihre Freier. Heather, nur weil Celeste in dem Hotel ist, heißt das nicht unbedingt, dass sie bei Scott ist. Was wollen Sie mir erzählen, dass es Zufall ist? Also, oben an der Küste, da gibt es mehr als nur ein Motel. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob er auch dort ist. Sie wollen sich also unbedingt zum Narren machen. Ich muss es wissen. Ich will es herausfinden. Würden Sie auch noch in dem Motel für mich anrufen? Und ich nehme an, Lisa hatte nicht die geringste Chance, Ihnen glaubhaft zu machen, dass wir hier mit der Familie fast jeden Sommer verbracht haben, als wir Kinder waren. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Keinesfalls, weil ich hier wieder als Hure arbeiten will. Hallo? Hallo? Stimmt was nicht? Da macht wohl jemand Scherze. Und? Ich bin nicht sicher. Kommen Sie, sagen Sie es mir. Ich glaube, ich habe eine Männerstimme gehört. Wir haben eine besondere Verbindung, Cruz. Und was ich sah, war richtig und gut. Es war die natürliche Erfüllung von diesem Band, das zwischen uns ist. Zärtlich, leidenschaftlich und liebevoll. Ich will dich, Cruz. Und ich weiß, du willst mich. Sandra. Sandra. Ich kann es nicht. Hilf mir bei der Suche nach meinem Baby. Du hast diese Fähigkeit, mit der du mir bei meiner Suche helfen kannst. Aber sie ist nicht unfehlbar. Und was du auch zwischen uns beiden gesehen hast, macht dir da keine falschen Hoffnungen. Ich sah es. Ich bin mir dabei genauso sicher wie bei all meinen anderen Visionen. Bedeutet das, du willst mich erpressen, dass du mich einfach hängen lässt, nur weil ich nicht mit dir ins Bett gehe? Versuch doch einfach zu verstehen, was ich für dich empfinde, wie nah ich dir bin. Und du meinst, ich will dich bloß erpressen. Wie würdest du es nennen? Wir beide sind bestimmt füreinander. Lass mich dir erzählen, was mich aufrecht hält. Der Gedanke, dass mein Baby da draußen irgendwo ist und ihr irgendwas angetan wird oder ihr irgendjemand was antun will. Der Gedanke an die Frau, die ich liebe, die irgendwo in der Welt vergeblich versucht, sich von ihrem gebrochenen Herzen zu erholen, es aber nicht schafft. Und ich versuche, beide wieder zusammenzubringen, dahin, wo sie hingehören, eine Mutter und eine Tochter. Ich habe nichts getan, aus dem du entnehmen konntest, dass unsere Beziehung in irgendeiner Weise tiefgehender Natur wäre. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was zur Hölle ich tue, um dir das klar zu machen. Hör auf damit! Die Rolle der Lisa Di Napoli wird für die nächsten Folgen von Thea Leoni gespielt. Wir haben darüber geredet, wo du wohnen wirst. Gina und mein Vater wollen beide, dass du bei ihnen wohnst. Das bedeutet, dass jemand darüber entscheiden muss. Was ist mit mir? Wieso kann ich nicht entscheiden? In der Tat, Brandon, damit hast du eigentlich recht. Wirklich? Du denkst wirklich, ich sollte entscheiden? Ja, das meine ich. Also, wenn wir alles in Erwägung ziehen, zu wem würdest du lieber gehen? Zu Gina oder zu meinem Vater? Ich weiß es nicht. Brandon, ich werde versuchen, einen Richter zu kriegen, der dich dahin gehen lässt, wo du hin willst. Das bedeutet, dass du weißt, wo du hin willst. Es ist nicht so leicht, das zu entscheiden. Mom und Cici wollen gar nicht, dass ich bei ihnen lebe, weil sie sich sonst Sorgen machen. Sie wollen nur gewinnen und den anderen dadurch verletzen. Also, Gina und mein Vater mögen ein gutes Gefecht, besonders wenn es gegeneinander geht. Und mal abgesehen davon, dass sie beide ganz schöne Charakterschwächen aufweisen,
denke ich, dass die beiden dich wirklich gut leiden können und sie wollen dich bei sich haben. Und wieso lassen sich die zwei da nicht in Ruhe? Das ist eine gute Frage. Wieso denken wir nicht einfach an beide Möglichkeiten? Wie stellst du dir ein Leben bei meinem Vater vor? Irgendwie anders. Ich meine, vielleicht würde es mir sogar gefallen. Wenn er nur nicht verlangt, dass ich alles so tun soll, wie er es gemacht hat. Ich denke, das Leben mit ihm ist ein bisschen so, als würde ich auf eine Militärschule gehen, außer dass ich dann keine Uniform tragen müsste. Ja, das ist eine ziemlich zutreffende Beschreibung. Und wie wird es wohl mit deiner Mutter sein? Kennst du eigentlich diese Fernsehserie dienstags, die Gilligans Insel heißt? Was hat diese Fernsehserie mit deiner Mutter zu tun? Sie verhält sich genauso. Sie ist auch manchmal so sonderlich und sie tut all diese verrückten Sachen. Sie will reich werden oder will unbedingt jemanden heiraten. Ich weiß auch nicht. Vieles davon tut sie ja auch für mich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mich völlig dabei vergisst. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch ein wenig mehr Zeit brauchst, um darüber nachzudenken. Ja, das könnte sein. Und lass dir Zeit dabei. Ach, die Verspätung tut mir sehr leid. Ach, hallo. Ist schon gut, ich war auch nicht pünktlich. Gut. Ich habe so gut wie keine Probleme dabei, den Menschen bei Reisen durch die Vergangenheit zu helfen. Aber in der Gegenwart durch die Stadt zu kommen, da habe ich Probleme. Schön, dass Sie noch hier geblieben sind. Ich kann doch wohl 5 Minuten warten. Eigentlich war ich nicht sicher, ob Sie überhaupt kommen würden. Ich bin neugierig. Sie sind der Meinung, wir hätten so viel Gemeinsamkeiten. Und Sie? Finden Sie, ich habe recht? Nein, das finde ich nicht. Geduld. Oh, wie aufmerksam. Ah, sehr schön. Das wird uns gut tun. Vielen Dank. Gern geschehen. Und so liest man im Champagner die Zukunft. Oh, im Champagner? Ich dachte, die liest man aus dem Kaffeesatz. Nein. Nicht bei einer so wundervollen Frau. Also, ich sehe viele Veränderungen, viele neue Erfahrungen. Positive hauptsächlich. Und dass es sich lohnt, ein bisschen darauf zu warten. Ich sehe, dass Sie sehr gut mit Worten umgehen können, was bei Damen besonders gut ankommt. Das denken Sie wirklich? Eigentlich ist das überhaupt nicht der Fall, wenn ich die Wahrheit sagen soll. Meine Erfahrungen mit Frauen waren immer mit Enttäuschung verbunden. Sean, tut mir leid, dass ich unterbreche. Sandra, was ist denn los? Ich will Sean etwas sagen. Kann das nicht vielleicht noch etwas warten? Nein, ich kann nicht weiter mit Cruz arbeiten. Was ist passiert? Es geht einfach nicht. Wir alle wissen, dass Adriana nicht tot ist. Sie können jetzt nicht aufhören. Augenblick, Sophia. Wir dürfen hier nichts überstürzen. Sandras mentale Stabilität scheint mir in Gefahr zu sein. Ich werde noch mal ins Landhaus gehen müssen, um meine Sachen zu holen. Und ich will nicht allein gehen. Kommen Sie mit mir? Ja, natürlich. Er sollte Sie auf jeden Fall begleiten. Vielen Dank. Mir tut das wirklich leid. Ach nein. Wir alle wissen, was wir Ihnen schuldig sind. Und wir werden Sie weiter brauchen. Deshalb müssen Sie darauf achten, dass Sie sich nicht überanstrengen. Nur sagen Sie bitte nicht, dass Sie uns nicht mehr helfen. Das darf man sich nicht bieten lassen. Wiedersehen. Ja, genau. Wir suchen dich schon die ganze Zeit. Deine Mutter macht sich Sorgen. Tut mir leid, Barney. Ist in Ordnung. Wieso rufen Sie Gina nicht an und sagen, dass Brandon hier ist? Ich war gerade dabei, ihn nach Hause zu bringen. Naja, jetzt bin ich ja hier. Ich werde das schon erledigen, okay? Gut. Sie können da jetzt nicht rein. Ja, das geht in Ordnung. Also, Kumpel, das nächste Mal, wenn Sie wieder mal in meine Kneipe kommen und sich betrinken und eine Kiste Wein bestellen, bezahlen Sie dafür, ob Sie sich daran erinnern oder nicht. Klar? Ich wünsche einen schönen Tag. Ist in Ordnung, Lisa. Brandon, würdest du kurz draußen warten? Ja, klar. Um was ging's denn dabei? Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ach so, geht es also mal wieder los? Das sind doch die ersten Anzeichen, oder? Ich habe keine Lust, mir hier in meinem Büro irgendwelche Belehrungen anzuhören, Barney. Hören Sie zu. Es war sehr schwer, Mason zurückzubringen. Ich hasste Sunny. Und am meisten hasste ich an ihm, dass er ein hoffnungsloser Trinker war. Das ist nicht nur eine Frage der Persönlichkeit, sondern auch eine Frage dessen, was man will. Sie wollen ein Trinker sein? Gut, dann bleiben Sie ein Trinker, aber Sie verletzen damit auch Gina und Brandon. Und das werde ich nicht zulassen. So ein Leichtsinn. Da ist Julia. Da ist Samantha. So viele Menschen. Wie kann ein Mann bloß so schwach sein? Ich bin nicht sicher, ob es wirklich Scott war. Wer sollte denn sonst mit ihr in dem Zimmer gewesen sein? Ich bin so ein Idiot. Ich verbringe meine Tage damit, Leuten bei ihren Problemen zu helfen. Ich sage ihnen, sie sollten ihr Verhalten ändern. Stattdessen sollte ich eher selbst in den Spiegel sehen.
Ich habe mich wie ein eifersüchtiges Weib verhalten und Scott direkt in Celestes Arme getrieben. Keineswegs. Sie haben für das gekämpft, was Ihnen gehört. Oh, es ist ziemlich offensichtlich, dass Scott niemals mir gehört hat. Moment mal. Ich habe Sie beide doch gesehen. Und Sie wollen aufgeben? Was meinen Sie, müsste ich tun? Kommen Sie. Wir fahren zu dem Motel. Ich meine, wenn noch irgendwas an Ihrer Liebe zu retten ist, sollten wir unbedingt jetzt handeln. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Ich darf keine Zeit verlieren. Richtig. Kommen Sie. Es ist nicht weit von hier. Zufällig weiß ich genau, wo das Motel ist. Ich bin Ihnen dankbar für alles, was Sie für mich getan haben, aber das ist eine Sache, die ich, glaube ich, allein tun muss, okay? Nachdem ich mir das Gezeter von Heather angehört hatte, wollte ich einfach nur weg und in Ruhe nachdenken. Sie haben nicht versucht, Scott zu finden? Wovon reden Sie überhaupt, Michael? Sie wussten nicht, dass er die Küste raufgefahren ist, um sich über einiges klar zu werden? Er hat Heather verlassen? Er hat euch beide verlassen. Haben Sie schon mal daran gedacht, wie durcheinander der Mann sein muss? Oh, was ist mit mir? Was Sie angeht, glaube ich, dass Sie einen Hang zur Selbstzerstörung okay, haben. Okay, Schluss damit. Ich will nichts davon hören. Sie Michael, genau, ich will das nicht hören. Sie wissen, in was für einem Motel Sie sich hier befinden. Würden Sie bitte damit aufhören? Was? Ich hatte es Ihnen doch eben erklärt. Wieso können Sie das nicht akzeptieren? Nein, wie können Sie nur Ihre wundervollen Kindheitserinnerungen in einem dreckigen Motelzimmer wie dem hier wieder aufleben lassen? Ich wollte nur an einen Ort, der mir aus meiner Vergangenheit vertraut ist. Das ist alles. Also, ich frage mich einfach nur, ob es wirklich deswegen ist, weil Sie Ihre Kindheit hier verbracht haben oder weil Sie einfach rausgehen können, um hier wieder als Hure anzufangen. Ja, natürlich. Hätte ich Lisa dann verraten, wo ich hinfahre? Verdammt, Michael! Ich habe in den letzten 3 Tagen das schlimmste Auf und Ab in meinem ganzen Leben durchmachen müssen. Zuerst dachte ich, dass ich möglicherweise eine Chance mit Scott hätte. Und dann kommt ihre Schwester an und schüttet ihren ganzen psychologischen Dreck über mir aus. Und dann denke ich, hey, warte mal, möglicherweise hat sie recht. Möglicherweise suchen Scott und ich etwas, das wir für immer verloren haben. Und wenn wir wieder zusammenkommen, würde es nicht klappen, weil wir uns so verändert haben, wer weiß. Beantworten Sie mir nur eine Frage. Nehmen wir an, Sie haben Erfolg damit, Scott und Heather auseinanderzubringen. Wollen Sie ihn dann heiraten, ohne ihm Ihre Vergangenheit zu gestehen? Wieso war er in Masons Büro? In Ordnung. Okay, wir reden darüber, wenn du zu Hause bist. Bis dann. Bunny hat Brandon gefunden? Ja. Scheinbar ist er bis zu Masons Büro gelaufen. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Ich bin so froh. Das ist bestimmt eine große Erleichterung. Das ist es. Ohne CC wäre das alles nicht passiert. Er hat mit diesem Kampf angefangen und Brandon muss die ganze Sache ausbaden. Sie können Mr. Kepler wohl nicht so besonders leiden. Was heißt besonders leiden? Ich hasse diesen Mann wie die Pest. Es geht ihm nur um Macht. Er ist bis jetzt 5-mal verheiratet gewesen und er weiß noch immer nichts über Frauen. Er ist wie jeder andere Mann. Er hat überhaupt keine Ahnung, was Frauen wirklich wollen. Nicht alle Männer sind so wie er. Wissen Sie denn, was Frauen wollen? Ich denke, Frauen wollen noch etwas anderes als hübsche, schlanke Männer. Und in den meisten Fällen braucht ein Mann auch nicht reich zu sein. Sie müssen noch viel lernen. Frauen lieben doch Männer, die stark sind, aber auch einfühlsam und sanft. Männer, die nicht versuchen, sie zu unterdrücken, sondern die sich für sie einsetzen, wenn sie sie brauchen. Jemanden, der Respekt vor ihren Gefühlen hat und sie als wirklichen Partner für sich ansieht. Wer denkt sich denn sowas aus? Oh, das lasse ich in einem Buch. Sie müssen ein sehr einfühlsamer Mann sein. Und das kommt nicht vom Bücherlesen. Ich denke, das hat etwas mit Ihrer Seele zu tun. Kann schon sein. Wissen Sie, ich werde dann mal gehen. Oh nein. Wohin wollen Sie denn? Tja, ich will noch lernen. Und wenn ich das jetzt nicht gleich tue, dann wissen Sie... Ich verstehe. Aber wir müssen uns unbedingt noch unterhalten. Ich würde gerne noch etwas mehr darüber wissen, was Frauen wirklich wollen. Es hat einen tollen Blick auf den Ozean. Es ist nicht groß, aber es hat eine angenehme und gute Ausstrahlung. Hört sich interessant an, aber es ist nicht das, was wir wollten. Ist es nicht? Tja, tut mir leid, Laura. Ich denke, ich hätte es dir besser beschreiben sollen, bevor du dich darum kümmerst, welche Art von Haus es sein soll. Wir werden ziemlich viel Platz brauchen, damit wir alle Gäste auch richtig bewirten können. Wichtig ist mir das Publikum, denn ich habe noch sehr viel vor in Santa Barbara. Ja. Und ich denke, das wird Auswirkungen haben auf alle unsere Lebensbereiche. Keine Privatsphäre für den wichtigsten Mann? Ja, also heute Santa Barbara und morgen Washington.
Ethan, es tut mir so leid. Ich hätte darüber nachdenken sollen, dass das Haus wichtig für die Präsidentschaft ist. Ich bin so froh, dass du mein Ego zurechtstutzt, wenn es mal wieder nötig ist. Nein, nein, ist schon gut. Ich weiß jetzt genau, welche Art von Haus wir brauchen. Wenn ich irgendetwas sage, womit du nicht zurechtkommst, dann erzähl es mir bitte. Denkst du, das würde ich nicht? Vielleicht. Ethan, ich finde es gut, dass du solche Ambitionen hast. Es macht mich stolz, weil ich weiß, dass du noch viele gute Dinge für unser Land tun wirst. Ich wünschte, ich könnte jetzt das Büro schwänzen. Oh. Ja, uns würden doch bestimmt ein paar bessere Dinge einfallen. Und sagen Sie es ihm? Nein, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich finde, er hat ein Recht, es zu erfahren. Mit dieser Vergangenheit hat Scott nichts zu tun. Das ist nicht wahr. Um ein Haar wären Sie wieder zur Hure geworden. Nun, wenn schon! Ich hatte überhaupt kein Geld. Ich wusste nicht, wen ich fragen sollte. Nein. Ich musste... Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Vielleicht hatte Geld damit zu tun, aber das ist nicht alles. Was sind denn die Fakten? Alles lief doch zu der Zeit verhältnismäßig gut für Sie. Und dann ist diese Sache mit Scott passiert und Sie haben nichts anderes zu tun, als loszurennen und... Was wissen Sie denn schon? Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich einem Mann überlegen war. Er ist verrückt nach etwas, das nur ich allein ihm geben kann. Ich allein kann ihm Liebe geben. Ohne riskieren zu müssen, verletzt zu werden oder Schmerzen zu haben. Verstehen Sie doch. Es geht also nur um ein Gefühl der Überlegenheit? Ja. Manchmal bin ich so ein Idiot. Wovon reden Sie überhaupt? Sie brauchten Hilfe. Als Sie damals aufhören wollten, da versuchte ich, Ihnen eine Wohnung und eine Arbeitsstelle zu besorgen. Ich dachte, dieser Kragen könnte mir Superkräfte verleihen. Ich habe mich geirrt. Sie haben mir geholfen, Ach, Mike. Ach was? Sie haben mir sehr geholfen. Offensichtlich nicht. Die Art und Weise, wie Sie gerade wieder über Prostitution reden, sehen Sie nicht, dass Ihre Probleme viel schwerwiegender sind, als nur irgendeine Arbeit zu kriegen oder wieder mit Scott zusammen zu sein? Ich schaffe das schon. Es sieht aber leider nicht danach aus. Ich finde, Sie brauchen Hilfe von einem Spezialisten. Und das hätte ich Ihnen schon lange sagen sollen. Schon damals am Anfang. Das sagen Sie doch jetzt nur, um Scott und Heather zu schützen. Nein. Ich wusste, dass Sie auf der Seite Ihrer Schwester sind. Das hat damit absolut nichts zu tun. Ach nein, womit dann? Hä? Hören Sie, ich will doch nur, dass Sie... Ich bin offen und ehrlich zu Ihnen. Und Sie tun nichts anderes, als mir zu sagen, dass ich verrückt bin? Ich habe nur gesagt, dass Sie da ein Problem haben. Mehr habe ich nicht sagen wollen. Damit werde ich schon fertig und niemand braucht davon zu wissen. Celeste, bitte glauben Sie mir, Geheimnisse haben die Eigenart, irgendwann ans Tageslicht zu kommen. Das lässt sich nicht verhindern. Wie viele Menschen wissen eigentlich schon davon? Scott wird es auch herausfinden. Er nicht. Nein, das darf nicht sein. Es tut mir leid. Sie können nichts dafür. Ich denke doch, Sie sind zu mir gekommen, damit ich Ihnen helfe und ich habe Sie nur noch weiter verwirrt. Es tut mir leid, ich habe mich überschätzt. Ich habe meinem Wunschdenken nachgegeben. Verzeihen Sie mir. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe den Entschluss gefasst, nicht länger Priester zu sein. Nein, Sie dürfen die Kirche nicht verlassen. Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Was ist mit all den Menschen, die Ihre Hilfe brauchen? Denen kann ich immer noch helfen. Ich denke, dass ich Ihnen sogar besser helfen kann, wenn ich kein Priester mehr bin. Jedenfalls ist es ehrlicher. Und nur weil ich kein Priester mehr bin, heißt das doch absolut nicht, dass ich aufhören müsste, auch für Sie da zu sein. Heißt das, Sie wollen mich wieder retten? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich weiß nur, ich möchte Ihnen helfen und das kann ich vielleicht auch als Michael, oder nicht? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich auch nicht. Kommen Sie. Also, können wir jetzt gehen? Vorher würde ich mich gerne noch umziehen. Warten Sie so lange? Klar. Hast du schon was rausbekommen? Was ist mit dem Einbeinigen? Ja, ich weiß, dass es noch zu früh ist, aber hast du den Computer schon? Ja, der Computer soll alles ausspucken, jeden, der irgendwie mit mir zu tun hatte. Möglich, dass jemand Rache geschworen hat. Ach, Vic,
Ich weiß, dass er unglaublich viel für mich tut. Und ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Also bis dann. Ich bin froh, dass du da bist. Was ist denn passiert? Ich habe gerade mit Sandra gesprochen. Sie sagt, sie will nicht mehr mit dir arbeiten. Ja, das ist wahr. Was heißt, das ist wahr? Wie konnte es dazu kommen? Du hast jetzt eine andere Einstellung ihr gegenüber? Du hast recht. Ich habe meine Einstellung ihr gegenüber völlig geändert. Sophia, du verstehst doch, was hier vor sich geht, oder? Ich verstehe nur eins. Du wirst Adriana nur wiedersehen, wenn du mit Sandra zusammenarbeitest. Und dafür solltest du alles tun, was sie verlangt. Ich will, dass du Eden anrufst. Ich will, dass du ihr sagst, was hier vor sich geht. Erzähl ihr einfach alles und dann versuch es mit Sandra. Warte. Wenn ich Eden jetzt anrufe, dann wird sie von Paris das erste Flugzeug hierher nehmen. Und wenn wir dann das Baby nicht finden, dann wird sie bestimmt... Du wirst das Baby wiederfinden, wenn Sandra mitgeht. Du hast mich doch gewarnt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Was Sandra jetzt von mir erwartet, wird ihr mit Sicherheit nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass ich mit ihr weitermachen sollte. Sandra und ihr spezielles Talent sind die einzige Chance, Adriana zu finden. Ohne sie wirst du dein kleines Baby nie wiedersehen. Sandras Gefühle sind mir egal. Trotzdem weißt du, was du zu tun hast. Das ist die einzige Möglichkeit, dein Baby wiederzubekommen. Denken Sie bitte an die Verabredung mit Dr. Donnelly morgen. Heather Donnelly? Ja, eine von ihren psychiatrischen Nachbehandlungen. Nein, streichen Sie es. Ich habe Termine. Da sind sonst keine weiteren Eintragungen. Ja, das weiß ich. Aber ich habe noch so viel zu tun wegen dieser Vormundschaftssache und daher gar keine Zeit für Dr. Donnelly. Sie wollten übrigens Mrs. Wainwright noch informieren über Brandons Angelegenheit. Eigentlich schon, doch taktisch wäre es klüger, sie erst später über meine Methoden aufzuklären, nicht? Sie denken, Mrs. Wainwright wird Ihr Vorgehen nicht ganz akzeptieren? Nicht so ganz, aber das Ergebnis wird ihr gefallen und das ist es doch, worum es hier geht. Sie sollen sie bitte noch anrufen. Sie sagte, dass sie Ihnen noch etwas sehr Wichtiges mitzuteilen hätte. Oh, gut, dass Sie mich erinnert haben. Was würde ich wohl ohne Sie anfangen? Ich bin an meinem Platz, falls Sie mich noch brauchen. Danke. Julia, es ist gut, dich zu hören. Was sagen die Ärzte? Möchtest du, dass ich für ein paar Tage vielleicht... Und wie geht es ihm? Nein, ich nehme auch nicht an, dass er sich wieder erholt von einer Zirrhose. Nein, das ist in Ordnung. Ich verstehe das. In Ordnung. Ja, ich dich auch. Ich verstehe das nicht. Ich sah es ganz deutlich. Cruz und ich, wir haben uns direkt hier vorne geliebt. Ich versuche nur, Sie davor zu warnen, Ihre Visionen mit Ihrer Fantasie zu verwechseln. Ich war niemals zuvor in diesem Haus. Ich sah es exakt so, wie es ist. Ich bin sicher, ich habe die Zukunft gesehen. Möglicherweise verleiten Sie sich selbst dazu, etwas zu glauben, was Sie glauben wollen. Nein. Es könnte doch sein. Sie meinen, es gibt etwas, das Sie kennen und Sie denken, dass es mit Ihrer Zukunft zu tun hat. Sie verwechseln es mit Ihren eigenen Wünschen. Dr. Morosevic, geht es gut. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich wollte kurz mit Sandra... Sehen Sie, Cruz, im Augenblick passt es gerade. Ist schon in Ordnung, Sean. Warte. Also gut, es ist Ihre Entscheidung. Sind Sie sich ganz sicher? Ja. Danke, dass Sie mich hergefahren haben. Ich denke, ich komme zurecht. Wiedersehen. Sandra... Bitte, lass mich zuerst reden. Ich würde mich sehr gern für mein Verhalten von vorhin entschuldigen. Nein, ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Ich wollte eigentlich nicht so wütend werden. Wenigstens weiß ich, was du empfindest. Ich verstehe jetzt, dass du mich nicht so lieben kannst, wie ich dich liebe. Und das akzeptiere ich. Aber ich kann meine Gefühle unterdrücken. Und sie sind noch viel stärker, als ich dachte. Manchmal denke ich, ich werde diese Vision, wie wir uns lieben, nie wieder los. Ich sehe es jetzt auch. Bitte glaub mir, ich sehe es. Mir tut das Ganze wirklich... Bitte, Cruz. Ich kann es nun mal nicht kontrollieren. Ich liebe dich einfach so. Ich weiß, dass wir Hoffnung haben, was Adriana betrifft und was deine Familie angeht, aber
Was habe ich für eine Hoffnung zu kriegen, was ich will? Sie husten ja noch. Geht es Ihnen wirklich gut? Mir geht's gut, nur diese Erkältung. Und wie geht's Ihnen? Mir? Sie haben die ganze Zeit noch keinen Bissen angerührt, sondern nur darin herumgestochert. Ist das Ihre Henkersmahlzeit? Tja, mir fällt erst jetzt, nachdem ich mich mit dieser Entscheidung herumgequält habe, ein, dass es ja nur ein erster Schritt war. Ja, schon, aber ein riesengroßer. Sicher, und wenn ich jetzt um eine Entlassung bitte, weiß ich noch gar nicht, was ich dann tun werde. Es wird möglicherweise etwas hart werden am Anfang, aber Sie werden es schaffen, da bin ich mir sicher. Danke für den Vertrauensvorschuss. Gern geschehen. Da ist noch eine Sache, Michael. Ach, was denn? Können wir überhaupt das Essen bezahlen? Ich werde zahlen. Ja, nein, ich zahle wirklich. Ich bestehe darauf. Das haben wir nicht bestellt, soviel ich weiß. Mr. und Mrs. Asher. Vielen Dank. Oh mein Gott. Das ist der neue Bezirksstaatsanwalt. Er sieht genauso aus wie Zack. Ich weiß, aber es ist nicht Zack. Ja, ich glaub's Ihnen, nur es ist verblüffend. Entschuldigen Sie mich bitte. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Nett von Ihnen. Einen Moment bitte. Also, wofür war der Champagner? Gestern Abend gab es in der Kirche einen kleinen Zwischenfall. Ich habe Mrs. Asher geholfen. Und sie kommt aus Santa Barbara? Ich glaube, sie sind von außerhalb. Kennen Sie sie? Wie bitte? Naja, die Art, wie Sie und Mrs. Asher sich ansahen, da dachte ich mir, dass Sie sich von irgendwoher kennen müssten. Und da wollte ich einfach... Wollen Sie noch etwas Champagner fahren? Nein, ich denke, das geht. Und Sie? Nicht. Nein, danke. In Ordnung. So wird man mich bald nicht mehr nennen. Und wann gehen Sie zum Bischof? In 22 Minuten. Ich fürchte, ich muss jetzt gehen. Soll ich Sie zu Ihrer Wohnung mitnehmen? Nein, ich möchte noch nicht gehen. Ich möchte noch irgendetwas bestellen. Vielleicht einen heißen Tee? Wie Sie wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Es tut mir leid, ich war wohl etwas zu direkt. Ich weiß doch, dass Sie mir nur helfen wollten. Und ich verspreche, dass ich über alles nachdenken werde. Das freut mich. Und wahrscheinlich haben Sie mir mehr geholfen, als ich Ihnen. Den ganzen Weg hatte ich vor Augen, wie sich Scott und Celeste in den Armen hielten. Ach, Unsinn, das ist doch pure Einbildung. Ich war kurz davor, an die Tür zu klopfen. Ich wollte es wirklich. Ich war so nah dran und dann konnte ich mich nicht dazu durchringen. Und jetzt bin ich kurz davor, wieder dorthin zurückzufahren, aber ich will nicht allein fahren. Ich habe die ganze Zeit gewusst, was vor sich geht und trotzdem nichts unternommen. Ich... Moment mal. Also manchmal denke ich, dass je näher du zu jemandem stehst, desto schwerer ist es, zu erkennen, was er fühlt. Ich bin Psychiater, Jed. Es ist mein Beruf, zu sehen, was Menschen wirklich fühlen. Ach komm, Sie machen sich einen Punkt. Ich meine, Ärzte sind auch nur Menschen. Und wenn es um Gefühle geht, da haben die gleichen Probleme wie andere Menschen auch. Da haben Sie vielleicht recht. Ja. Wissen Sie was? Wieso werden Sie nicht Psychiater und ich werde Zimmermann? Was sagen Sie dazu? Ein schlechter Vorschlag. Nein. Lassen Sie die Finger weg vom Hammer. Ich habe gar nicht genug Verbandszeug für all die Verletzungen. Ich wünschte, ich könnte deine Schmerzen ungeschehen machen. Das macht jetzt auch nichts aus. Weißt du, ich möchte dich eigentlich gar nicht wieder fragen, ob du weiter... Ich weiß nicht, was wird, wenn ich deine Hilfe nicht habe. Ich will dir etwas vorlesen. Das ist ein Brief von ihm. Teurer Cruz, Paris ist eine berauschende Stadt. Man spricht hier über die schönen Seiten des Lebens und ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich hier war und gehe an die gleichen wundervollen Orte. Aber sie kommen mir verändert vor. Die ganze Stadt scheint mir verändert. Alles erinnert mich an Adriana. Meine wunderbare Adriana und die wenigen wunderbaren Tage, die wir drei hatten. Ich fühle noch genau ihren warmen kleinen Körper, wie er sich an mich kuschelt. Jeder Augenblick, den wir zusammen hatten, ist noch immer in meiner Erinnerung und wird dort ewig sein. Wir waren eine Familie, Cruz. Für einen bestimmten Augenblick waren wir eine Familie und dann war alles vorbei. Es ist einige Tage her, als ich ganz allein an der Seine entlang ging.
Abendhimmel war tiefblau und ich sah in das rosarote Wasser. Und in diesem einen Moment fühlte ich eine Wärme, eine Art Liebe, als käme sie von Adriana. Und dann war es vorbei. Und so stark ich auch versuchte, dieses Gefühl von Liebe wiederzufinden, Cruz, denke ich, dass ich es für immer verloren habe. Jetzt siehst du, dass ihr Leben völlig ruiniert ist. Ich möchte dich eigentlich nicht weiter bedrängen, aber andererseits, da bleibt mir gar keine andere Möglichkeit, als zu fragen, wirst du mir helfen? Sandra, ich kann nicht anders. Ich werde es machen. Tut mir so leid. Ich sage dir, Gina fängt tatsächlich an, mich zu sehr zu mögen. Ach was. Aber natürlich, ich kann das nicht weiter durchziehen. Wir sollten es ihr sagen. Wir können nicht. Du wirst nur nervös und siehst Dinge, die einfach nicht da sind. Das ist alles. Vince! Hallo, hallo, Bunny. Hallo. Ich habe Sie schon gesucht. Wir hatten vorhin eine interessante Unterhaltung, eine wundervolle Diskussion über das, was Frauen wirklich wollen. Sie sind so feinfühlig. Erzählen Sie mir über diese Bücher. Welche waren es? Was für Bücher? Wo das alles über die Frauen drin stand. Oh, ganz normale Bücher. Bunny, du willst doch unbedingt Gina noch etwas sagen. Ja, Gina, ein Schlummertrunk. Wie wär's damit? Ja, gern. Vince, was wollen Sie trinken? Oh nein, danke, lieber nicht. Wissen Sie was? Ich hole Ihnen einen Brandy, falls Sie doch noch etwas möchten. War das etwa Einbildung? Sie ist doch aber nur nett. Bunny, diese Situation ist Wahnsinn. Ich halte das nicht aus. Ich bin kein Mann. Du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, aber vorzugeben, ein Mann zu sein, geht über meine Kräfte. Ich hätte da einen Rat. Lass es einfach laufen und sei ganz locker. Ich kann es nicht laufen lassen. Ich weiß jetzt endlich genau, was ich will. Das ist wundervoll. Und ich tue so, als wäre ich ein Mann und verstecke mich vor meinem Großvater. Und was ist es nun, was du willst? Ich will dich, Bunny. Ach, Blödsinn. Ich will dich, bitte. Komm heute Nacht in mein Zimmer. Bist du denn verrückt? Dann werde ich zu dir kommen. Nein. Dann nehmen wir ein Hotelzimmer. Vanessa, nein. Auf dem Rücksitz des Autos? Lass das. Was redest du denn bloß hier? Das solltest du besser nicht tun. Aber was tue ich denn? Fast mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet. Du bist noch ein Kind. Nein. Ich warte auf dich. Wo ist Vance? Kommt er wieder? Nein. Er hat mir gesagt, dass er morgen viel zu tun hat. Er wollte früh raus. Ach so, er ist schon im Bett. Er ist ein lieber Junge, nicht? Ich weiß nicht, was es ist. Aber er hat irgendetwas an sich. Verstehen Sie, Michael, Sie werden auf alle Fälle eine formelle schriftliche Anfrage an den Heiligen Vater nach Rom senden müssen. Ja, das tue ich. Und was soll da drin stehen? Die Wahrheit. Dass ich nicht ganz ehrlich war. Dass ich die Kirche in Wirklichkeit nur dazu gebraucht habe, um vor mir selbst zu fliehen. Und dass ich Gott besser dienen kann, wenn ich das ehrlich zugebe und mich von meinem Kirchenamt zurückziehe. Ich hoffe, Sie werden mich dabei unterstützen. Ich verstehe ja Ihren Seelenzustand. Gut, Michael, wenn das Ihre letzte Entscheidung ist, dann werde ich Ihnen natürlich helfen. Danke, Exzellenz. Aber Michael, eines will ich Ihnen noch sagen. Sie sollten sich auf jeden Fall mit Ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Oder Sie ruinieren sich vielleicht Ihr ganzes Leben. Ja, ich weiß. Ich kenne meine Aufgabe. Verlassen Sie sich darauf.
Geliebte Eden, ich habe heute deinen Brief gelesen. Gegen mein besseres Wissen und auf die Gefahr, dir noch mehr weh zu tun, will ich dir erzählen, was hier passiert ist. Was zuerst nur ein Hoffnungsschimmer war, ist jetzt das Warten auf ein Wunder geworden. Ich glaube, dass Adriana lebt und dass die Möglichkeit, sie zu finden und zurückzubekommen, wahr werden könnte. Ich arbeite mit einer Seherin, die einige handfeste Hinweise herausbekommen hat. Wir wissen noch nicht, wo das Baby ist, aber es scheint sicher zu sein, dass es bei Pflegeeltern lebt. An die es von einem Kindermädchen, das von Zack eingestellt wurde, verkauft worden ist. Aber das Kindermädchen hat Zack reingelegt wegen Officer von Secker, der eigentlich Angels kleiner Bruder ist und der angeheuert wurde von einem einbeinigen Franzosen. Das kann ich doch nicht wegschicken. Sie wird denken, ich bin verrückt. Oh, Mason. Wie ich sehe, konnten Sie schon eine andere Oase zum Trinken finden. Was ist? Wollen Sie wieder eine Kiste Wein bestellen? Wieso stehen Sie nicht am Tresen in Ihrem eigenen Etablissement? Ach, wissen Sie, ich trinke nicht so gern da, wo ich Geld verdiene. Und ich wünsche nicht belästigt zu werden, wenn ich Abend esse. Abendessen? Wirklich? Ich sehe gar kein Essen auf dem Tisch. Ihre Beobachtungsgabe ist wirklich außergewöhnlich. Ist nicht das Gymnasium noch auf der Suche nach jemandem wie Ihnen? Ein guter Witz. Nächstes Mal denken Sie sich aber einen besseren aus. Bleiben Sie sitzen. Was denn sonst? Wollen Sie noch einen Drink, Mr. Capo? Mason, können wir uns unterhalten? Nein, danke. Im Moment nicht. In Ordnung. Ist was im Büro passiert? Ich habe Sie die ganze Zeit gesucht. Mrs. Corp hat mich gefragt, wo Sie sind. Oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Ist in Ordnung. Ich konnte Sie überreden. Sie schläft dort heute Nacht. Wow, das war gut. Das war allerdings auch wirklich das Einzige, was Sie tun konnten, um die Sache zu retten. Wollen Sie vielleicht ein Gläschen Champagner mit mir trinken? Ach, danke, aber ich möchte nichts trinken. Ach ja, das sagten Sie mir doch schon. Ja. Mit eiserner Konsequenz. Ich nehme an, Sie machen sich Gedanken, wieso ich trinke. Ja, ich frage mich tatsächlich... Ist es Sinnlosigkeit? Destruktivität, Jugendlichkeit, möglicherweise Rebellion? Sagen Sie mir, was davon zutrifft. Ich denke, die Ausdrücke passen alle ganz gut. Ja, ich glaube, so ist es. Es ist nur, ich sehe Sie an und ich sehe einen Mann, für den eigentlich alles gut läuft. Von außen möglicherweise. Wie es innen aussieht, ist eine andere Sache. Ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt, der für meine Vormundschaft gekämpft hätte. Ich denke, wenn ich irgendwo weit weg von meinem Vater aufgewachsen wäre, sähe mein Leben sicher anders aus. Wollen Sie noch Selbstmitleid auf die Liste setzen? Sie sind ganz schön brutal, Lisa. Ich versuche eben Realist zu sein. Und ich möchte auch die Geschichte hören, wieso Sie trinken. Aber im Augenblick ist es wichtig, dass Sie einen klaren Kopf bekommen. Wieso in aller Welt sollte ich das wollen? Mason, die Richterin für Brandons Fall, rief an. Die Anhörung ist morgen. Oh oh. Aha. Also ganz viel Wasser und eine Menge Kaffee, das müsste reichen. Sie entschuldigen mich. Celeste? Lisa! Du wolltest doch aber verreisen. Es hatte keinen Sinn, da bin ich zurückgefahren. Ach so, du siehst mitgenommen aus. Vielen Dank. Ich bin wirklich froh, dich zu treffen. Ich wollte mich entschuldigen für all das, was passiert ist. Ich habe leider Termine. Weiß eigentlich Emily, dass du schon zurück bist? Sie hat sich Sorgen gemacht. Celeste! Celeste! Pater Michael. Ja. Ich bin Pater Raymond. Oh. Ich habe Sie vertreten, während Sie abwesend waren. Ich habe von Ihnen nur Gutes gehört. Und wollen Sie tatsächlich bald in eine andere Pfarrei wechseln? Ja, das könnte sein. Möglich wär's. Gut. Ach, Pater, würden Sie bitte ein Wort für mich einlegen beim Bischof? Ich würde hier wirklich sehr gerne wirken. Aber ja, selbst... Großartig. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich abschließe, ein letztes Mal? Nein. Gute Nacht, Pater. Gut, vielen Dank.
Weg zu dir. Ja, Gott ist mein Zeuge. Ich bin auf dem Weg und nehme dich mit heim.